Jetzt stehen wir am Quartierwerk. Ja, genau. Müssen jetzt Mundschutz anlegen, um reinzugehen. Und dann denke ich, dass man dann drin ausziehen kann, weil sonst nützt es ja nichts. Also Mundschutz anlegen, bitte. Ja, wenn ihr mit wollt, Mundschutz anziehen. Genau. So wie wir. Also ich habe jetzt da schon mal nachgelesen, mir fehlt jetzt eigentlich die Bronchitis für das Quartierwerk. Ist trotzdem gesund. Okay. Und wir haben hier Umhänge, leider nicht diese weißen, die man sonst bekommt, aus Hygienegründen oder so. Halt wegen Corona ist halt alles etwas anders. Die ziehen wir jetzt an und marschiere durch. Du hast die Maske falsch an. Warum? Ich ziehe jetzt eh aus. Also, auf geht's. Die sind falsch. So, hey, jetzt kriegst du dein neues Kleidungsstück. Helle, da hat's Ärmel. Du kannst deine Hände durch. Nein, da hat's Ärmel. Jawohl. Super. Los geht's. Ja. Auf geht's. So. So, auf geht's, Ossi. Mir ist richtig wie gesund, oder? Mach mal deinen Mundschutz weg, der fliegt dir so nicht runter. So, jetzt machen wir einen gesunden Rundgang. Jawohl. Ohne Bronchitis heilen wir uns davon. Was? Wir haben keine Bronchitis und heilen uns trotzdem davon. Ja, es ist trotzdem gesund. Ja. Die einatmen und ausatmen. Atmen, einatmen, ausatmen. Das ist zu heilen. Salz. Sehr salzig. Ja, hat Salz so einzig, dass es salzig ist. Also dank Corona sind wir hier ganz schön alleine, muss ich sagen. Keine Menschen hier. Was haben wir jetzt da eingezahlt? Insgesamt 6 Euro Unkrat mit Geld, also verbilligter Eintritt haben wir jetzt bekommen, weil wir Gästekarte sind. Und nein, nicht nur wegen der Gästekarte, sondern weil auch diese Inhalierräume, glaube ich, geschlossen sind. Ah, okay. Also wir können nur hier das und oh, jetzt muss ich doch auch noch meine Kapuze anziehen, weil dann wird's feucht. Jetzt putzt's ganz schön. Also wie gewaltig diese Salzwand ist, das sieht man, wenn man sich jetzt die Kamera anschaut. Wir waren da nur ein bisschen in der Nähe gestanden und schon war Salz draufgelegen.
heftig, was ich, oder? Bitte? Das Salz ist heftig, wie das gleich überall liegt, ja? Man hat nicht umsonst einen Umhang. Und für die Kamera? Nutzbar gar nicht. Nein. Und wir wollten es euch doch zeigen, Mensch. Ja, nichts für Kameras. Aber jetzt warten wir nur ein Stückle, oder? Jawohl, wir nehmen euch trotzdem mit. Ja. Siehst du, das sind diese Inhalierhalle, die jetzt halt leider geschlossen sind. Ja. Da ist es dann noch intensiver, weil das hier ja auch ein geschlossener Raum ist. Naja. So, wir haben uns jetzt nochmal kundig gemacht. Also, die Äste, die da drinnen sind, das ist Schwarzdornreisig. Mhm, genau. Und die bleiben, die sind jetzt, also die Dame, die uns das erklärt hat, die hat gesagt, sie ist jetzt 15 Jahre da. In der Zeit ist noch nichts getauscht worden. Also, die bleiben lange so. Und werden jetzt im Oktober, wird das Gradierwerk geschlossen für ein paar Monate. Und dann wird das ganze Reisig erneuert. Die Sohle kommt von oben runter und wird dann wieder hochgepumpt und kommt dann wieder runter. Also das ist ein permanenter Kreislauf. Ja. Und durch die Witterung oder durch den Wind und durch die Luftfeuchtigkeit verdunstet es dann und deswegen sind manche Stellen weiß, gerade da, wo die Sohle nicht so mit so großen Tropfen runterkommt, da wird man dann feinere Tropfen und dadurch bleibt dann das Salz hängen. Und wenn es dann im Winter wieder die Witterung, also wenn es feuchter wird, das Wetter, dann ist alles schwarz, also dann bleibt nirgends die weiße Sohle hängen. Ja? Und ich habe das auch noch so verstanden, je öfters die Sohle da durchgeht, desto feiner werden die Tröpfchen und umso besser ist es für uns zum Einatmen. Ja. So habe ich das jetzt verstanden. Habe ich jetzt nicht so verstanden, aber das ist ja nicht so schlimm. Und schaut mal, meine ganze Haut, wo das Salz hingekommen ist, alles weiß. Ja. Also man merkt schon, was ich habe ja gesagt, an der Kamera habe ich es auch bemerkt. Mhm, ja, auch meine Handyhülle, überall Salz. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einen gesundheitlichen Nutzen hat, wenn man sich da in so einen Salzraum reinsetzt und dann da eine Stunde relaxt oder eine halbe Stunde. Ja, und je öfter man das natürlich wiederholt, desto gesünder. Ja, leider. Einmal eine Anwendung, das wird nicht so viel bringen, aber vielleicht etwas. Tja, leider wohnen wir nicht da. Aber wir haben ja heute Eintritt bezahlt, also wir können später nochmal rein. Wir könnten. Wer weiß, was uns der Tag noch bringt. So, es ist ganz schön frisch geworden und da fahren wir jetzt zurück zum Stellplatz. Dann zeigen wir euch mal gleich die Entsorgungsstation. Hey, Ursi! Bitte, ich habe dich nicht verstanden. Wir fahren jetzt zum Stellplatz und zeigen die Entsorgungsstation. Ach so, ja, von mir aus. Thank you.
Warst du gerade im Grenadierwerk? Schmeckt ein wenig salzig. Nein, es schmeckt total nach Salz. Salzhering. Nein, Salzhelle. Salzhelle, genau. Geht ein ganz schöner Wind und sollte das etwas wackeln, so liegt das nicht an uns, sondern es liegt am Wind. Genau, und wenn ein Windgeräusch drauf ist, also wir haben Mikro eingesetzt, aber mal schauen, ob es rüberkommt. Der Wind ist ziemlich heftig. Ja, heute geht ein ganz schöner Wind. Und unsere Ausflugswoche geht jetzt zu Ende. Ja. Wir haben ja Videos gezeigt von Weimar und vom Spreewald. Ja, ja. Verlinkt man dann da nochmal. Ja, unbedingt anschauen. Wer es noch nicht gesehen hat, es lohnt sich. Und ein paar Tage haben wir uns jetzt hier nach Bad Salzungen zurückgezogen. Mhm. An einem wunderschönen Stellplatz. Ja. Hier ist sehr ruhig. Also kann man total empfehlen. Ja, also ist auch schön angelegt. Wir haben ein bisschen was gezeigt. Schöne Ver- und Entsorgungsanlage. Kostet für zwei Personen inklusive Kurtaxe 15 Euro die Nacht und hat auch WLAN, theoretisch. Ja. In der Praxis funktioniert es nicht so. Ich habe das auch reklamiert am Empfang von ihnen. Dann hat es geheißen, ja, das müsste eigentlich funktionieren. Ist das am Anfang des Jahres neu installiert oder verbessert worden? Aber wir können bestätigen, dass es nicht immer funktioniert. Manchmal ja, manchmal nein. Glückssache. Ja. Und wir hatten manchmal Glück und haben es auch gehabt. Aber natürlich nicht so, wie es funktionieren sollte, ist es. Mhm. Aber sonst ist der Stellplatz sehr schön. Ja. Was auch ein bisschen mühselig ist, das ist die Warteschlange an der Anmeldung. Also manche lösen das mit einem Automaten. Das ist sicherlich eine geschicktere Lösung. Wir wollen zwar niemand seinen Arbeitsplatz wegnehmen, aber das Anmeldeprozedere ist schon etwas blöd. Vor allen Dingen, wenn dann 4-5 Leute vor einem stehen, da wartet man dann schon einmal eine halbe Stunde bis Stunde, ja, bis man da drankommt. Und vor allen Dingen Maske nicht vergessen. Ja, aber das ist ja normal. So, das war die Stellplatzschelte oder der Stellplatzlob, ganz wie ihr wollt. Also mir im Fazit zu sagen, der Stellplatz ist in Ordnung. Absolut. Mhm, das sind schöne Parzelle, ja, kann man gar nichts sagen. Sein Womo ab, fast gerade, also ein bisschen Keile muss man unterlegen, aber wenn man ein paar Tage steht, ist das ja kein Problem. Ja. Mhm. Und dann hat man neben dem Womo einen kleinen Platz, wo man sich mit den Liegestühlen ausbreiten kann. Ja, also es ist wirklich sehr schön angelegt und man hat sogar einen kleinen Blick auf die Vera. Ja, also so, die Vera wird ein kleines bisschen umgeleitet. So ein kleiner Seitenarm, weil hier, wo wir jetzt sind, das ist so eine kleine Insel. Und um diese Insel rum wird die Vera geleitet. Aber ist natürlich sehr schön, macht Spaß. Mhm. Ja, dann wollte ich noch was sagen zu unserem letzten Video vom Spreewald. Da habe ich ja öfters unsere Fahrradnavigation
das Nyon gezeigt. Da haben wir schon mal einen Film drüber gedreht, ein Video, ein Erklärvideo zum Nyon. Den tue ich auch mal verlinken, ja, oben. Und ich verlinke auch, wo man das bei Amazon finden kann. Ansonsten bietet es auch jeder Fahrradhändler an, wo man das Nyon beziehen kann. Wir sind damit eigentlich zufrieden. Manchmal muss man ein bisschen hadern damit, ja. Wenn ihr, ihr habt bestimmt schon mitgewählt. Die Kamera. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, wie ab und an der Helmut, der Helle schimpft, ja? Aber das liegt dann meistens nicht am Neon, sondern es liegt an seinen Fahrkünsten, weil er den falschen Abzweig genommen hat. Nicht immer. Aber immer öfters. So gut wie nie, ja. Nee, also es ist schon sehr gut und wir sind auch zufrieden, sind bisher immer da angekommen, wo wir hin wollten und auch natürlich wieder zurück. Nein, das Nyon ist schon in Ordnung. Also man kann nichts, also man kann natürlich auch das Handy nehmen, aber perfekt ist nichts im Leben, das wissen wir ja. Ja, also. Und außer man selbst. So, und jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt gehen wir nämlich zu unserem Gustl zurück, der ja hier im Hintergrund steht. Ja. Und ja, jetzt machen wir einen Kaffee und lassen den Tag noch gemütlich ausklingen. Und dann fahren wir wieder weil rein. Weil wir ja dann jetzt wieder nach Hause fahren. Mhm. Und wenn ihr wollt, seid ihr gerne wieder eingeladen, uns bei unserer nächsten Fahrt zu begleiten. Denn ihr wisst ja, nach der Ausfahrt ist vor der Ausfahrt. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ruhig einen Daumen hier lassen. Das freut uns immer. Und euren Kommentar schreiben, das freut uns auch, wenn wir eine Rückmeldung zu unseren Videos bekommen. Ja, und seid nicht böse, wir haben jetzt auch schon festgestellt, dass mir das eine oder andere Kommentar, dass der durchgerutscht sein muss oder so. Also gerade so bei älteren Filmen haben wir das jetzt so festgestellt. Also wir geben uns Mühe, alle zu beantworten. Aber es auch kann E-Mails, auch E-Mails. Es kommen immer wieder E-Mails rein, die wir in der Regel auch beantworten, aber manchmal rutscht einfach was durch, weil man nicht sofort dazukommt. Dann übersieht man es und manchmal ist auch gar nichts zum Beantworten drinnen, weil es einfach nur Kommentare von euch sind. Ja? Mhm. Also in dem Sinne, macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Tschüss.